sehr häufig gefragt, wie wird denn der 1. Mai sein, was machen Sie anders? Und ich sage, seit 4 Monaten immer das Gleiche. Wir setzen auf das Bewährte und ich wiederhole es auch jetzt an dieser Stelle nochmal. Wir halten an der langjährig bewährten Doppelstrategie fest. Erstens, wir führen den Gedanken der ausgestreckten Hand fort. Das heißt, auch dieses Jahr haben wir mit allen geredet. Wir pflegen weiter eine gute Kooperation mit allen Veranstaltern für einen friedlichen 1. Mai. Zweitens, wir treten konsequent Gewalt entgegen, überall dort, wo sie sich entwickeln sollte. Und wir sind auch darauf vorbereitet, das so tun zu können. Es ist so, dass der 1. Mai sich natürlich auch taktisch fortentwickelt. Wir haben auch Dinge, die neu sind. Zwei möchte ich hier herausgreifen, im Wesentlichen. Das erste ist, dass wir dieses Jahr sehr frühzeitig die Bekanntgabe der Route und des Ablaufes der Versammlung der NPD gemacht haben. Gestern schon in der Besprechung beim Senator mit den Vertretern aus dem Innenausschuss. Wir sorgen damit für Transparenz und Klarheit der polizeilichen Maßnahmen. Wir sorgen auch für Klarheit bei den Gegendemonstrationen und wir sorgen dafür, dass Sie Ihr Recht wahrnehmen können, in Sicht und Hörweite der Versammlung der NPD zu demonstrieren. Und ich weise darauf auch hin, dass wir für alle sorgen wollen, dass Sie Ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrnehmen. Ein Recht auf Blockade gehört dazu nicht. Wir wissen und sind uns bewusst, dass die frühzeitige Bekanntgabe unsere Maßnahmen aufwendiger machen kann. Uns ist aber Transparenz und Klarheit wichtiger wie ein möglicher Mehraufwand zur Gewährleistung der Versammlungsfreiheit aller. Zweitens, wir haben in diesem Jahr neu das Thema der Übersichtsaufnahmen. Das gesetzt wird morgen veröffentlicht, gilt ab Sonntag. Und wir haben damit neu die Möglichkeit oder wieder neu die Übertragung von Videobildern in den Führungsstab. Wir werden das folgendermaßen organisieren, dass wir diese Videoübertragung ausschließlich über den Hubschrauber machen oder von Hochhäusern und nicht über Videowagen oder Handkameras. Denkbar für Videoübertragungen sind folgende Versammlungen. Am 30. die Versammlung im Wedding. Herr Klug wird das später noch erläutern. Die Großkundgebung des DGB und die 18 Uhr Demo. Das hängt davon ab, wie die Lage sich entwickelt. Von Anfang an geplant ist eine Videoübertragung von der Versammlung der NPD, weil wir hier mit Blockadesituationen rechnen und es eine möglicherweise schwierige Situation im Zustrom zur Versammlung geben kann.